Weiß jetzt gar nicht so genau. So, den überholen wir. Also ich finde es schon irgendwie immer noch ein bisschen dunkel, oder? Oder geht es nur mir so? So, den haben wir abgehängt. Wisst ihr, blinken, einordnen, Ausschere und all sowas. Da, also ich nehme das Spiel schon auch ein bisschen ernst. Oder nicht ernst, aber ich will das schon so verkehrsgetreu machen wie möglich. STVO und so. Straßenverkehrsordnung, falls es euch nichts sagt. 4 wird es was sagen, die bereits selber Auto fahren. Und ja. So, jetzt. Also unten in unserem Navigationsgerät können wir erkennen, dass wir noch 26 Kilometer fahren. Oder 25, 24, geht ziemlich schnell. Ist ja klar. Ja, falls mal so die Nachfrage besteht, dass ich mal ein Tutorial machen soll, wie ich jetzt denn das mit dem Controller gemacht habe, das könnte ich auch mal gerne machen. Aber das sagt ihr mir dann einfach. So, hier müssen wir jetzt auch schon runter. Und ja. Dann müssten wir auch gleich da sein. Also manchmal sieht es ja immer noch, dass ich so Ruckler drin habe. Also ich weiß gar nicht, ob mein Computer wirklich so beschissen ist oder ob das wirklich an der Grafikkarte. Ich weiß jetzt nicht so genau. Jetzt müssen wir ein bisschen abbremsen hier. Oh. Frankfurt! Juhu! Irgendwie ging das jetzt schnell, muss ich sagen. So, rot. Ach, guck mal. Der hat die Haltelinie da überfahren. Unser gewisser Kollege da. So, dann kann man ein Stück ranfahren. Ups, juhu. So, jetzt kannst du langsam grün werden. Sehr schön gemacht, die Stadt. Nicht schlecht. Also ich habe jetzt nicht so eine große Stadtkenntnis. Also ich war zwar mal in Frankfurt am Main, aber wir waren eher weiter so, ja, weiter außerhalb von der also von der Großstadt. Wir waren dann doch schon ein Stück außerhalb. Hab mir jetzt gar nicht so die Stadt angucken können, aber ja. Ich denke mal, dass die Entwickler vom Euro Truck Simulator so die Modelle von den Gebäuden eingebaut haben. Natürlich. Also, ja, doch. Ja, wieder eine Ampel. Ich mag keine Ampel. So, dann sind wir auch schon an unserem ersten Ziel angekommen. Das freut mich. Rein da, ab auf den Hof. Wir werden das Ganze nicht überspringen, sondern wir
das schön hier einparken. Nee. Na, jetzt aber. Das sieht doch ganz gut aus. Ausgezeichnet. Das haben wir doch gut hingekriegt. So, da was ihr jetzt da im Hintergrund hört, das ist meine kleine Tochter. Die macht gerade wieder Randale. Aber auch das wird sich nicht vermeiden lassen. Jetzt bitte ich da auch um Verständnis. Ich mache das Ganze hier so. Ja, doch. Hobbymäßig würde ich sagen. Macht das Spiel Spaß und ja. So, ja, dann können wir doch gleich unseren nächsten Auftrag an Land ziehen. Und ich würde sagen, von Frankfurt nach Nürnberg. Nee. Nürnberg nach Frankfurt? Nee. Ich möchte eine andere Route fahren. Ich möchte auch eine Strecke fahren, die ich noch nicht gefahren bin. Nürnberg, Frankfurt, München, Stuttgart. Die könnten jetzt von München nach Stuttgart eigentlich fahren. Da waren wir auch noch nicht. Oder Frankfurt, Stuttgart. Man kann hier oben ja sortieren. Man kann Preis pro Streckeneinheit. Das ist dann auch ganz praktisch. Da hätten wir zum Beispiel 14,53 Euro pro Kilometer. Das wäre aber wieder von Nürnberg nach München. Ja, wir können auch von München nach Salzburg fahren. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Düngemittel. Ja. Fahren wir doch nochmal nach Österreich. Ja, genau. Wir fahren jetzt nach Salzburg. Nach Österreich. So. Motor an. Dann tun wir den hier ein bisschen einstellen wieder. Und dann geht's auch schon wieder los. Licht brauchen wir jetzt noch nicht. Also irgendwie habe ich es halt mit meinen roten Ampeln. Weiß nicht warum. Hei, hei. Also wenn ihr es vielleicht schon ein bisschen gemerkt habt, ich komme aus dem schönen Bayern. Ne? Unten so aus der Bodenseeregion. Und ja. Fahren zu unserem nächsten Ziel. Übrigens kann man nämlich hier auf der Tastatur dann gucken, was unser aktueller Auftrag ist. Ja. Also wir fahren nach Salzburg. Salzburg. Tut mir leid, Leute, aber irgendwie muss ich ja hier ein bisschen Scheiße labern auch manchmal. Auch das bitte ich zu entschuldigen.
Aber ich denke mal, ihr seid da nicht so fies und ja, bei uns gibt es jetzt bald Mittag. Ja, ich riech's schon. Oh, Radarkontrolle, ich glaube 90 war jetzt die letzte Geschwindigkeitsbeschränkung. Also von dem her fahren wir bis jetzt eigentlich ziemlich, wie sagt man, verkehrstauglich. Und ja. Oh, der Blinker ist aber ganz schön laut. Oder halt dieses. Naja. Egal. Soll uns nicht stören. Wir haben Montag 17:10 Uhr. Also im Spiel. In Wirklichkeit ist es Donnerstag, der 6. März. 14:24 Uhr. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Hey, der hat rechts überholt. Das darf man nicht. So, Tempomat habe ich wieder drin. Jetzt brauche ich nur noch lenken. Jetzt können wir eigentlich mal hier mit der Kamera ein bisschen rumspielen. Ja. Also ich muss, glaube ich, echt mal was an der Grafik machen, weil langsam wird es mir auch zu pixelig. Hi. Mal von außen an. Naja, nicht unbedingt spektakulär, finde ich. Also wir haben vorher den Volvo, der Volvo, der war schöner, finde ich. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, welche LKWs ihr so gut findet. Ja. Gucken wir mal, wo geht's da lang? Salzburg geradeaus, rüber da. Ja, doch, schon unspektakulär der LKW. Hui. Ah ja, jetzt sind wir bloß ein bisschen an der Leitplanke geschrammt. Das darf man natürlich nicht machen. Ist ja klar. Sonst fehlt ein bisschen Lack. Aber naja, hey, schöne Brücke. Doch, gefällt mir gut. Ab. Über die Brücke. So, tanken müssen wir, glaube ich, nicht. Ne? So weit fahren wir auch nicht mehr. 67 Kilometer sind es noch? Nee, doch. 67. Und dann wäre die nächste Fahrt auch schon wieder abgeschlossen. Heieiei, das geht ja wie am Fließband. Ja, kommt der jetzt da hinter mir noch? Ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen dicht aufgefahren. Aber, naja. Ach nee, ich kann den noch gar nicht rüber. Der ist ja noch Rückspiegel. Rückspiegel. Ach, da kommt die Grenze von Österreich. So, fahren wir Vollgas durch, oder was?
Irgendwie schon. Jo. Jetzt sind es noch 39 Kilometer. Oh, der brummt da. Der brummt da. So, dann geht es wieder runter von der Autobahn.